Herzlich willkommen bei Julian Reichelt. Was wir heute erlebt haben, ist der Beginn einer historischen Katastrophe für unser Land. Einer Katastrophe, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg noch nicht erlebt haben. In einer Pressekonferenz, die in die Geschichtsbücher eingehen wird, verkündete der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck heute nicht weniger als den drohenden, man kann sagen bevorstehenden Zusammenbruch der deutschen Energieversorgung. Sie werden die Worte nicht glauben, die wir Ihnen jetzt vorspielen. Wir haben zu dieser Pressekonferenz eingeladen, um Sie darüber zu informieren, dass wir nach Abstimmung in der Bundesregierung gestern und nach Informationen der europäischen Partner heute, jetzt, in diesem Moment, die Alarmstufe Gas ausrufen. Wir haben in Deutschland eine Störung der Gasversorgung, so ist es definiert. Daher ist es erforderlich, diese Alarmstufe auszurufen. Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland. Gas ist von nun an ein knappes Gut. Es gibt keinen gefährlicheren Satz für unser Land, denn übersetzt heißt das, wir wissen nicht, wie lange wir noch Strom für unsere Industrie haben. Wir wissen nicht, ob wir im Winter noch heizen können. In seiner Pressekonferenz prophezeite Robert Habeck ein mögliches Szenario, in dem es im Winter gar kein Gas mehr für Heizungen gibt. Ich wiederhole, gar kein Gas mehr. Schauen Sie. Der Hintergrund ist, dass die Versorgungsunternehmen ja laufende Verträge haben, die in der Regel oder je nachdem, wie abhängig sie von russischem Gas sind, das jetzt ja blockiert wird und dann auf dem Gasmarkt, auf dem Spotmarkt neu besorgt werden muss zu deutlich höheren Preisen. Je nachdem also, welche Verträge sie haben, machen sie mit jedem Tag, mit jeder Woche ein Minus. Und sollte dieses Minus so groß werden, dass die Unternehmen es nicht mehr tragen können und sie umfallen, droht der gesamte Markt irgendwann umzufallen, also ein Lehman Brothers-Effekt im Energiesystem. Die Versorger beliefern die Stadtwerke nicht mehr, die Stadtwerke nicht mehr die nachgelagerten Kunden. Und dann kann man sich vorstellen, was dann in Deutschland passiert. Dafür ist der 24-N-Sieg gedacht. Ich wiederhole die wichtigsten Worte noch einmal für Sie. Die Versorger beliefern die Stadtwerke nicht mehr, die Stadtwerke nicht mehr die nachgelagerten Kunden, das sind Sie. Und dann kann man sich vorstellen, was dann in Deutschland passiert. Habeck spricht vom Lehman Brothers Effekt. Sie erinnern sich, die US-Investmentbank musste 2008 Insolvenz beantragen. Es folgte ein beinahe Zusammenbruch des globalen Bankensystems. Es folgten Jahre der Rezession. Wir alle haben gespürt, wie unser Leben schlechter und härter wurde. Falls Sie es sich nicht vorstellen können, weil Sie es sich niemals hätten vorstellen können, was dieser Lehman Brothers Effekt im Energiemarkt für Deutschland bedeuten würde, dann gehen bei uns die Lichter, die Fabriken, die Heizungen aus. Dann steht unser Land still in Kälte und Dunkelheit. Dann geht niemand mehr zur Arbeit. Dann heizt niemand mehr die Zimmer seiner Kinder. Was Robert Habeck hier beschreibt, ein kaltes, dunkles Deutschland, ist ein Szenario, das es zum letzten Mal gab, als Deutschland noch in Trümmern lag. Und was er beschreibt, ist ein Szenario, das unser Land wirtschaftlich wieder in Trümmer legen würde. Hören Sie mal, wie Robert Habeck das in seinen eigenen Worten beschreibt. Und ich habe auch schon jedenfalls angedeutet, was das politische Risiko ist, wenn ein Gasversorgungs- oder ein Energieversorgungsunternehmen nicht mehr am Markt bestehen kann. Dann geht es nicht nur um dieses Unternehmen alleine, sondern um den Markt selbst. Und wie weit wir davon entfernt sind, ist Spekulation, aber es ist jedenfalls bei den hohen Preisen und bei der politischen Lage, in der wir uns befinden, ein Szenario, das wir sehr ernst nehmen. Ein Szenario, das wir sehr ernst nehmen. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Habeck sprach wie immer in wohlklingenden, manchmal fast poetisch klingenden Worten. Aber Robert Habeck und seine Grünen sind Poeten des Untergangs. Denn das, was sie jetzt tun könnten, was jeder Mensch in diesem Land jetzt tun würde, wollen sie nicht tun. Sie wollen nicht die drei Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, die derzeit 10 Millionen Haushalte mit sicherer, sauberer Energie versorgen. Die Grünen und ihr Erfüllungsgehilfe Olaf Scholz wollen diese letzten drei Atomkraftwerke ausgerechnet dann abschalten, wenn es in Deutschland am kältesten wird. Im Winter. Lassen Sie es mich so klar sagen. Das ist Wahnsinn. Das ist rücksichtslos. Das wäre ein Anschlag auf die wirtschaftliche Lebensgrundlage aller Menschen in diesem Land. Robert Habeck mag so sanft, so klug und so besonnen klingen, wenn Sie ihn hören, aber sein Gedankengut ist nichts anderes als radikal. Habeck und die Grünen sind Extremisten, wenn es um die Energieversorgung unseres Landes geht. Ihre Ideologie wird, wenn sie sich durchsetzen, Abermillionen Menschen in Deutschland in Armut stürzen. Sie werden sich nun eine einfache und sehr berechtigte Frage stellen. Warum, um Gottes Willen,
tun die das? Die Antwort lautet, um unser Land vor einer Katastrophe zu retten, müssten die Grünen wahre Patrioten sein. Sie müssten bereit sein, für das Wohlergehen von Millionen Menschen ihre eigene Macht zu opfern. Aber dazu sind sie nicht bereit. Würden Sie alles tun, damit Ihre Kinder nicht frieren? Natürlich würden Sie das. Würden die Grünen und Ihr Kanzler Olaf Scholz alles tun, damit Ihre Kinder im Winter nicht frieren? Die bitterkalte Antwort lautet, nein, würden Sie nicht. In diesen Tagen toben gleich zwei Überlebenskämpfe in unserem Land. Zum einen kämpft die deutsche Volkswirtschaft ums Überleben in der schwersten Energiekrise, die je über unser Land gekommen ist. Zum anderen die Grünen und mit ihnen die Ampelregierung. Das Problem ist, dass nur einer von beiden gewinnen kann. Entweder geht unser Wohlstand verloren oder die Grünen verlieren ihre Macht. Die Grünen, allen voran Annalena Baerbock und Robert Habeck, sind entschlossen, eher unser Land in eine wirtschaftliche Katastrophe zu stürzen, als ihre eigene Macht zu riskieren. Sie sind bereit, Millionen Menschen in die Arbeitslosigkeit zu schicken, bevor sie selber arbeitslos werden. Wir sind zu Geiseln der machtversessenen Grünen geworden. Damit Sie sich vorstellen können, wie viel Energie wir brauchen, um unseren Wohlstand zu sichern, möchte ich Ihnen ein Beispiel erzählen, das Christian Kohlmann, der Vorstandsvorsitzende von Evonik und Vorsitzender der deutschen Chemieindustrie, vor ein paar Wochen verwendet hat. Kurz nachdem Eintracht Frankfurt in Sevilla die Europa League gewonnen hatte. Sie haben es vielleicht im Fernsehen gesehen. Kohlmann sagte, von Frankfurt zum Finalort Sevilla sind es 1830 Kilometer. Stellen Sie sich einen unglaublich langen Zug vor, der mit der Lok in Sevilla und mit dem Ende in Frankfurt steht. Stellen Sie sich vor, dass dieser Zug nichts anderes geladen hat als Erdgas. Was glauben Sie denn, wie lange diese Gasmenge für die deutsche Chemieindustrie reichen würde? Fragte Christian Kohlmann sein Publikum, so beschreibt es die FAZ. Kohlmanns erschütternde Antwort, gerade einmal 6 Stunden. 6 Stunden. Der Energiebedarf unseres Landes ist wie der Durst eines Menschen. Er muss gestillt werden. Wenn er nicht gestillt wird, verdurstet unser Land. Genauso elendig, wie ein Mensch verdurstet und genauso schnell. Jetzt stellen sich unsere Bundesregierung vor, die sich in dieser Situation weigert, dem Land eine Flasche Wasser zu reichen. Wie dramatisch die Lage ist, erkennen Sie daran, dass die Grünen bereit sind, Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen. Kohlekraftwerke. Oder sie gar wieder hochzufahren, um die Gasknappheit zu kompensieren. Schauen Sie. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist allen klar. Aber von heute auf übermorgen sollte erreichbar sein. Um dieses Übermorgen zu erreichen, sind wir gezwungen, Maßnahmen zu treffen, die wirklich wehtun. Wir haben sie schon am Wochenende angekündigt. Zu nennen sind, dass wir die Kohlekraftwerke aus der Reserve in den Betrieb bringen werden, um somit Gas vom Markt zu nehmen, Gas für die Elektrifizierung vom Markt zu nehmen. Die Kohlekraftwerke wieder an den Start bringen, das schmerzt den Öko-Ideologen Habeck mehr als der Gedanke an steigende Preise, die Sie betreffen, und an einen kalten Winter in Deutschland. Das ist es, was ihn schmerzt. Vom Klimaschutz, das wird hier deutlich, haben die Grünen sich komplett verabschiedet. Das fällt den Grünen leicht, denn es ging ihnen nie wirklich um Klimaschutz. Der Gründungsmythos der Grünen ist nicht der Kampf für ein besseres Klima, sondern der Kampf gegen Atomenergie. Deswegen haben sie jahrzehntelang fälschlich behauptet, Atomkraftwerke seien irgendwie schlecht fürs Klima. Das war eine Lüge. Das ist die Lebens- und Klimalüge der Grünen. Ein Ausstieg aus dem Atomausstieg wäre für die Grünen ein Ausstieg aus den Grünen. Es wäre nach 40 Jahren der Untergang ihrer politischen Bewegung und das Ende ihrer Macht. Genau das macht die Grünen in dieser Situation so gefährlich. Menschen, die alles verlieren könnten, sind bereit, alle mit in den Abgrund zu reißen. Und alle, das sind in diesem Fall wir. Das sind die Menschen in Deutschland, Sie alle, deren Jobs an sicherer Energie hängen. Und das sind alle Jobs in Deutschland, alle Menschen, deren Leben an sicherer Energie hängt. Und das sind alle Menschen in Deutschland. Das Einzige, was uns vor dieser Katastrophe der Energieknappheit bewahren kann, ist Atomenergie. Jeder im Land weiß das. Selbst das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das die Grünen mit endlosen und kritiklosen Berichterstattungsschwärmereien an die Macht gebracht hat, hat das inzwischen erkannt. Die Propagandaabteilung der Grünen wendet sich von den Grünen ab. So dramatisch steht es um unser Land. Schauen Sie. Als Korrespondent in Berlin erlebte ich damals die Fragwürdigkeiten des deutschen Atomausstiegs mit.
Angela Merkel gab nach der Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima dem politischen Druck nach. Und die Grünen malten die Vision eines großen Umbaus unseres Landes hin zu erneuerbaren Energien an die Wand. Heute, 10 Jahre später, können wir nüchtern bilanzieren. Hätten wir nicht so fleißig Atomkraftwerke abgeschaltet, wären wir heute viel unabhängiger von russischem Gas. Kein großes Industrieland ist uns auf dem Irrweg des überstürzten Ausstiegs aus der Atomkraft gefolgt. Kein großes Industrieland ist uns auf dem Irrweg des überstürzten Ausstiegs aus der Atomkraft gefolgt, heißt es in diesem Kommentar. Und das stimmt. Heißt übersetzt, mit der grünen Ideologie stehen wir als Deutschland ganz allein auf der Welt da. Und bald sehr arm. Man könnte diese Atomkraftwerke natürlich weiter betreiben. Finanzminister Christian Lindner fordert das. CDU-Chef Friedrich Merz fordert das. Die wichtigsten Wirtschaftsexperten des Landes fordern das. Jeder Mensch, der noch bei klarem Verstand ist, fordert das. Aber die Grünen und ihr Gehilfe im Kanzleramt, Olaf Scholz, wollen das verhindern. Ich sage Ihnen, ohne Atomenergie werden wir im Winter ein anderes Land sein. Sie werden Ihr Deutschland nicht wiedererkennen. Wenn Sie im Osten dieses Landes groß geworden sind und die DDR noch miterlebt haben, dann werden dunkle Straßen und kalte Wohnungen Sie vielleicht an Ihre Kindheit erinnern. Sie merken schon jetzt, dass ihr Leben durch die Energiepreise nahezu unbezahlbar geworden ist. Aber glauben Sie es mir, das ist erst der Anfang. Die Grünen führen uns in ihrem Überlebenskampf gegen die Atomenergie direkt in die gesellschaftliche Hölle der Massenarbeitslosigkeit. Rezession und Massenarbeitslosigkeit bedeuten nicht nur, dass wir alle ärmer werden. Nein, Massenarbeitslosigkeit bedeutet Kriminalität und gesellschaftliche Unruhen. Sie bedeutet, dass frustrierte, wütende Männer tagsüber auf den Straßen rumlungern, vor den Schulen ihrer Kinder. Massenarbeitslosigkeit bedeutet, dass Geld für Schulen, für Polizei und für ihre Rente fehlt. Massenarbeitslosigkeit bedeutet Hunger. Hunger verändert die Menschen. Sie würden ihren Nachbarn, ihren besten Freund nicht wiedererkennen, wenn er hungrig ist und ohne Hoffnung. Jeder Mensch in diesem Land versteht, was passieren wird, wenn die Grünen in ihrem atomfeindlichen Wahnsinn nicht aufgehalten werden. Immer mehr Menschen verdienen immer weniger Geld, das immer weniger wert ist wegen der Inflation, der Scholzflation. Und sie können sich dadurch immer weniger leisten, wodurch noch mehr Menschen noch weniger Geld verdienen, das sie noch ausgeben können und so weiter. Wenn das geschieht, was die Bundesregierung nun offen ankündigt, werden Sie im Winter brennende Mülltonnen in deutschen Städten sehen und Menschen, die sich daran wärmen. Das mag für Sie apokalyptisch klingen, aber was glauben Sie denn, woran sich Obdachlose wärmen, wenn die Obdachlosenunterkünfte nicht mehr geheizt werden können? Übrigens, wenn Sie sich auf genau diese Energieknappheit und auf genau diesen Blackout, auf Ausnahmezustand in unseren Städten vorbereitet haben, wenn Sie zum Beispiel Batterien, Diesel oder Holz gekauft haben oder gar ein Notstromaggregat, dann galten Sie bis vor kurzem als durchgeknallter Verschwörungstheoretiker, als sogenannter Prepper, natürlich als rechtsextrem, als rechter Regierungsfeind. Sie waren ein Fall für den Verfassungsschutz. Es tobt ein historischer Kampf zwischen grüner Ideologie und der überwältigenden Mehrheit der Menschen in diesem Land. Und wie so oft geht es bei diesem Kampf ums Geld. Nachhaltige Energien, sogenannte erneuerbare Energien, sind eine Milliardenindustrie geworden. Energie aus Sonne und Wind sind keine Wohltätigkeit, sondern ein Milliardengeschäft, das die Grünen finanziert und vor allem mit dem die Grünen ihre Anhänger finanzieren. Die größte Bedrohung für diese Industrie, für dieses Geschäftsmodell, für das Geschäftsmodell der Grünen, ist die Atomkraft. Atomenergie ist so sicher, sauber und günstig, dass sie die sogenannten erneuerbaren Energien überflüssig und überteuert erscheinen lassen würde. Über den grünen Hass auf Atomenergie schreibt das US-Wirtschaftsmagazin Forbes: Atomenergie erfordert nicht den radikalen Umbau der Gesellschaft, so wie erneuerbare Energien es tun. Es braucht dafür keine großen Fantasien, wie man Menschheit und Natur harmonisiert. Und Atomenergie sorgt nicht dafür, dass Milliarden an progressive Interessengruppen fließen. Grüne wollen aber ihre Wählergruppen, diese Interessengruppen, weiterhin mit den Milliardensubventionen für erneuerbare Energien ausstatten, um weiter von ihnen gewählt zu werden. Was die Grünen gerade betreiben, ist die teuerste und gefährlichste Klientelpolitik aller Zeiten. Die teuerste und gefährlichste Klientelpolitik in der Geschichte unseres Landes. Zusammengefasst, wir werden arm, wenn die Grünen gewinnen. Die Grünen werden arm, arm an Wählern, arm an Macht und arm an Geld, wenn wir gewinnen. Wie immer, wenn Politiker ihr eigenes Versagen tarnen wollen,
beschwört Robert Habeck einen großen gemeinsamen Feind, um das Land hinter sich zu vereinen. Der Feind heißt natürlich in diesen Tagen Wladimir Putin. Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass Wladimir Putin der wohl schrecklichste Tyrann unserer Zeit ist, der seine Truppen mordend und vergewaltigend durch Europa schickt. Aber man muss trotzdem die Frage stellen, ob Wladimir Putin allein an der deutschen Energiekrise schuld ist. Hier ist, was Robert Habeck sagt. Wir befinden uns in einer ökonomischen Auseinandersetzung mit Russland. Gas und Energie wird als Waffe gegen Deutschland eingesetzt. Aus meiner Sicht mit dem Ziel, das, was das Land in den letzten Wochen und Monaten ausgezeichnet hat und Europa ausgezeichnet hat, zu zerstören. Wir befinden uns in einer ökonomischen Auseinandersetzung mit Russland. Gas wird als Waffe eingesetzt, sagt Habeck. Was das bedeutet? Putin führt einen Wirtschaftskrieg gegen uns, indem er uns das Gas abdreht. Putin setzt Energie als Waffe ein. Das sagt Robert Habeck. Aber während Habeck eben diese Worte spricht, tut er genau das, was er Putin vorwirft. Er dreht Deutschland die Energie ab. Nicht das Gas, sondern den Atomstrom. Er setzt Energie als Druckmittel ein, um seine politischen Vorstellungen uns aufzuzwingen. Er nutzt unsere Notlage aus, um grüne Ideologie durchzusetzen. Robert Habeck sagt, er wolle eine nationale Kraftanstrengung. Das heißt, sie sollen mit ihrer Kraft ausgleichen, was Kraftwerke politisch gewollt nicht mehr liefern. Das heißt nichts anderes, als dass sie und ihre Kinder für grüne Politik unter Kanzler Olaf Scholz frieren sollen, Arbeitslosigkeit und Wohlstandsverlust ertragen sollen. Sie hören derzeit viel über Wladimir Putin. Die Grünen reden gern über Putin, damit sie nicht merken, dass auch die Grünen ihnen die Energie abdrehen und ihr Leben unerträglich machen werden. Lassen Sie sich übrigens von niemandem erzählen, dass man mit Atomstrom nicht heizen kann. Beliebtes Argument auf Social Media. Strom ist ein Mix. Was dort weniger verbraucht wird, kann hier mehr verbraucht werden. Wenn die Industrie zum Beispiel mit Strom aus Atomkraftwerken gespeist wird, dann bleibt für sie mehr Gas zum Heizen, zu deutlich niedrigeren Preisen. Und wenn ihre Gasheizung im Winter gar nicht mehr funktioniert, so wie Robert Habeck das prophezeit, dann werden sie froh und dankbar sein, mit noch halbwegs bezahlbarem Atomstrom aus der Steckdose eine Elektroheizung in ihrer Wohnung betreiben zu können. In einer Zeit, in der Deutschland kurz vor dem Energiekollaps steht, in der unsere Volkswirtschaft komplett kollabieren könnte, funktionierende Kraftwerke abzuschalten, das wäre nicht einfach schlechte Politik, das wäre nichts anderes als kriminell.